So wird 2024 auch für deine Fahrschule ein wahrer Erfolg. Hallo, mein Name ist Lukas Gronemeyer, ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing der Sanol Media GmbH und wir betreuen deutschlandweit Fahrschulen und Bildungszentren dabei, Mitarbeiter oder aber auch Neukunden in beliebigen Kursen und Klassen zu gewinnen. Das Jahr 2024 steht jetzt aktuell, wo wir das Video drehen, kurz vor der Tür. Und ja, man merkt einfach, im Markt ist eine gewisse Anspannung da, es ist einfach eine gewisse Unsicherheit, auch ein paar Unklarheiten da. Wie wird das nächste Jahr? Was wird auf uns zukommen? Aber hier gilt absolut die Devise, nicht den Kopf in den Sand stecken. Denn es wird immer Bedarfe geben. Es wird immer diejenigen geben, die den Führerschein machen wollen. Es gibt immer diejenigen, die Weiterbildung für zum Beispiel Berufskraftfahrer benötigen. Es wird immer diejenigen geben, die einen Anhänger brauchen, ob es jetzt privat oder geschäftlich ist. Es wird immer jemanden geben, der einen Bedarf hat, auch für deine Fahrschule, für deine Dienstleistung. Und da gilt es jetzt absolut nicht, sich zu verstecken oder zu sagen, ich warte erstmal ab. Nein, denn am Ende macht es doch sowieso jemand. Ob du es jetzt bist, der da in die Öffentlichkeit tritt oder ob es einfach der Kollege nebenan ist. Wichtig ist, dass du dich jetzt entscheidest, was möchtest du machen. Möchtest du abwarten und einfach sagen, okay, ich entscheide mich wirklich aktiv dabei, dass das Jahr 2024 vielleicht nicht mein Jahr wird. Oder sagst du, ich tue etwas dafür, dass ich nach wie vor meine Anmeldungen halte und sogar vielleicht ausbaue, auch in schwierigeren Zeiten. Denn das ist absolut möglich. Wenn du in die Öffentlichkeit gehst, einfach mal sichtbar wirst als Fahrschule, damit meine ich nicht einfach mal, ich sag mal, einen Post auf Instagram oder sowas zu veröffentlichen, sondern hier geht es wirklich um Kampagnen, es geht um Werbeanzeigen, es geht darum, ja, einfach etwas zu tun, aktiv auf Fahrschüler zuzugehen, aktiv auf Unternehmen zuzugehen. Wenn du zum Beispiel eine Fahrschule hast, die im Bereich der Berufskraftfahrer aktiv ist, es gilt, den Fokus zu setzen auf die Klassen, auf die Kurse, die du aufbauen möchtest, die du weiter ausbauen möchtest und wo du sagst, da möchte ich Anmeldungen haben. Denn das ist absolut kein Meisterwerk. Das ist absolut möglich und das machen wir nämlich tagtäglich für unsere Partnerbetriebe. Wir sorgen dafür, dass auch in deinen Kursen, in deinen Führerscheinklassen nach Wunsch Anmeldungen zustande kommen. Oder aber du sagst, ich suche Fahrlehrer, Fahrlehrer zur Ausbildung. Ich möchte trotz der aktuellen Situation weiter wachsen. Ich möchte mein Fahrschulunternehmen wirklich voranbringen. Geh einfach mal auf unsere Webseite www.sanol-media.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, entscheide dich proaktiv für deine Fahrschule, für dein Unternehmen, ein erfolgreiches 2024 zu schaffen, denn du musst mehr machen als die anderen.